Willkommen bei Borstens Beet. Ihr seht hier unser Riesengeflecht an drei Zucchinis, die ineinander verwurstelt sind. Meine Aufgabe für heute wäre, diese dreimal zu versuchen, auseinander zu machen, sodass ich möglichst wenig Äste, Blätter und so weiter abbreche, weil die doch schon sehr stark ineinander verwurzelt sind oder verwachsen. Die Wurzeln, von denen will ich gar nicht sprechen. Und daneben gibt es Neuigkeiten. Wir haben was ganz Neues hier drin. Das hier sind nämlich Kopfsalate. Nachdem das bisher nicht geklappt hat mit dem Selbstanziehen, habe ich einfach im Bauhaus, habe ich mir für 79 Cent ein 6er Paket Kopfsalate gekauft. Und weil es so günstig war, habe ich gleich 3 Sets, also 18 Pflänzchen gekauft. Da im Gemüsebeet, was wir uns gleich angucken, nicht genug Platz war, habe ich die restlichen hier in einen Blumenkasten eingepflanzt. Der Rest, den kennt ihr ja schon, hier sind unsere Basilikum-Blumentöpfe, klein und groß. Dann haben wir hier noch Tomaten. Und wenn man von der Seite guckt, sieht man, dass die richtig riesig geworden sind. Also das hier ist ein Basilikum, der geht bis in die nächste Etage, geht der hier hoch. Und auf der anderen Seite verhält sich das mit der Tomate ähnlich. Genau, und da unten Schnittlauch und Petersilie überspringen wir mal, da tut sich nicht viel. Da ganz unten haben wir noch eine Zucchini-Pflanze. Die werde ich dann mal umtopfen in einen runden Blumenkübel, weil wir die dann auch verschenken. Und hier haben wir die beiden neuen Kräuter Rosmarin und Thymian. Da wächst aber noch nicht viel. Man sieht ganz leicht, dass da unten die ersten Pflänzlein kommen. Die lassen wir mal in Ruhe. Genau, jetzt gehen wir nach draußen. Oder wären wir im richtigen Borstensbeet, nämlich draußen. Man hört im Hintergrund, der Nachbar ist gerade am Rasenmähen. Der nutzt die Gelegenheit, wo gerade die Sonne hier scheint. Dadurch, dass es die ganze Zeit regnet, kommt man ja gar nicht dazu, den Rasen mal zu mähen. Das werde ich auch gleich noch tun. Und hier vorne sieht man direkt die Zucchini, wie die explodiert ist. Richtig schön groß geworden. Da kommt auch jetzt die ersten weiblichen Pflanzen kommen da an. Das sieht man, wenn man näher dran geht, dann haben wir hier eine Pflanze, die so ein bisschen einen dickeren Stiel hat. Das hier wird wahrscheinlich eine weibliche Pflanze sein, wohingegen hinten das mit der Blüte, die schon draußen ist, eine männliche Pflanze ist. Hier draußen ist das kein Problem, die bestäuben sich von selbst. Drinnen muss man mir mal was überlegen. Und dann sehen wir hier die ersten Kopfsalate, die ich von drinnen nach draußen gebracht habe. Und da hatte ich auch die erste Problematik mit den Schnecken, die hier nämlich angegriffen haben. Da hinten sieht man, die Blätter sind angefressen. Die habe ich schon in den ersten Tagen eingesammelt. Die habe ich sehr wahrscheinlich vom Bauhaus mit nach Hause gebracht. Hier sind wir jetzt am anderen Ende des Beets angekommen. Da sehen wir auch nochmal 4 Kopfsalate, die da schön wachsen, die auch zum Teil angefressen wurden. Da habe ich die Schnecken auch schon schnell eingesammelt. Und hinten dran haben wir noch 2 weitere Zucchinis. Auf der rechten Seite haben wir verschiedene Tomatenpflanzen. Da habe ich hier die man rechts sieht, die habe ich so als Zwillingspflanzen zusammengelassen, weil ich die Wurzeln nicht auseinandergekriegt habe. Und bevor ich beide kaputt mache, dachte ich mir, lasse ich die einfach dran. Und da sind noch 2 leere Stangen, die werden auch noch mit Tomaten gepflanzt.